offensiver Mittelfeldspieler, der auch zuletzt immer wieder eingesetzt worden ist von Carlo Ancelotti. Und hier ist das 1:0 schon für die Bayern. Julian Green, 7. Minute. Na, das ist doch mal ein toller Start. In Florida geboren, Julian Green hat es nie so richtig geschafft, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Schauen wir uns noch mal an. Hier Ribéry, dann Alaba. Und schön reingegrätscht, wunderbar gemacht von Julian Green. Mit dem linken reingegeben von Alaba. Und da freut sich natürlich der Deutsch-US-Amerikaner. Wieder dabei nach seinem Urlaub. Benko. Benko kommt da nicht durch. Doch, kommt er durch. Ball war nicht draußen. Benko, Ribéry. Nach 12 Minuten steht es schon 2:0. Ich hatte im ersten Moment so ein bisschen den Eindruck, als ob der Ball schon draußen gewesen wäre. Aber vielleicht schauen wir dann auch bei der Zeitlupe noch mal genau hin. Also Green 1:0, Ribéry 2:0. 12. Minute, das ist ja klasse hier in Charlotte. Also jetzt noch mal Benko. Jetzt geht es nach draußen. Ja, ich denke, das war vollkommen korrekt. Grandioser Auftakt der Münchner. So, Ribéry, Green. Schön gemacht, das war aber sowas von trocken und eiskalt. Julian Green mit seinem zweiten Tor. Klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht irgendwie draufgebolzt, mit sehr viel Verstand, mit großer Überlegung zum 3:0. In der 30. Minute Julian Green, angespielt von Ribéry. Und jetzt schauen Sie sich das an, mit links ins lange Eck. Das muss man erstmal mit so einer kalten Schnauze da machen, wie der deutsche US-Amerikaner. Wie gesagt, in Florida geboren. War nach Hamburg ausgeliehen 2014, 2015, aber es hat alles nicht so funktioniert. Und Carlo Ancelotti, Thiago und Rafinha unermüdlich, das gibt's doch gar nicht. 4:0, 35. Minute, 3 Tore durch Julian Green. Was ist denn hier los? Das ist ja eine Blamage für den 18-fachen italienischen Meister. Mein lieber Schwan, die Bayern natürlich sensationell, aber die lassen sie ja auch laufen ohne Ende. Rafinha, und da steht er, muss nur noch den Ball hinhalten, und Samir Handanovic im Tor von Inter ist entsetzt und sauer auf seine Vorderleute. 4:0 Bayern München, 35 Minuten sind gespielt und da war ja auch noch eine Trinkpause dabei. Schauen wir noch mal hin, hier natürlich alles sauber und dann Green in der Mitte. Ach, jetzt sage ich ein. Один гол, чтобы Интер, ну, не так позорно уходил с этого матча. Спас от позора. Ну, Дани Алаба запишет себе вторую голевую передачу. Хорош, Алаба хорош. Ну и очень грамотно, конечно, Мауро Икарди, такой большой профессионал, обыграл голкипера в Баварии.